Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Schild. In der letzten Folge haben wir Yarrow besiegt und wir machen uns jetzt auf den Weg zur zweiten Arena. Ich glaube, wir waren schon am Pokémon Hort. Müsste ja sein. Und hier seht ihr nochmal das Team. Nur von unten nach oben. Nebulak, Kirlia. Zweite Entwicklung von hier Gedöns. Flecleon, Charcoal, beziehungsweise Waggon. Und Badabuin, aka Chimpsticks. So, weiter geht's. Was haben wir hier Schönes? Ein paar Erfahrungspunkte wären nicht schlecht. Denn ich bin ja jetzt schon fast an meiner Levelgrenze. Also nicht an meiner Levelgrenze, aber sehr nah am Arena-Leiter angekommen. Schlag. Müsste eigentlich effektiv sein. Oder? Ist doch nur normal, ne? Ne, ist normal. Kampf. Ja. Mal einfach mal Zweigstoß. Und fangen wir. Komm schon, bleib drin, bleib drin. Ja, Velusi wurde gefangen. Bereit machen für den Pokédex-Eintrag. Ah, zwei Level-Ups. Badabuin und Nebulak. Yep. Strampelt es zum Schutz mit dem Vorderbein. Sieht das zwar niedlich aus, aber die Treffer, ein Treffer mit ihnen ist stark genug, um große Bäume zu fällen. Das Ding ist einen halben Meter groß und wiegt 6,8 Kilogramm. Aber wird dann große Bäume fällen. Ist klar. So eine Sache von klein, aber oho, oder wie? Haben wir hier noch irgendwas liegen? Ein Koch? Na komm, probieren wir es mal aus. Da bin ich mit meiner Suche nach Bären doch glatt auf einen Pokémon-Trainer gestoßen. Das ist ein französischer Chef Koch. Oui, oui. Küchenchef. Küchenchef. Küchenchef David. Ein Knapfel! Eins der neuen Drachen-Pokémon hier in dem Spiel, was sich auf zweierlei Weise entwickeln kann. Beziehungsweise was sich zu zwei verschiedenen Formen entwickeln kann. Eine Form ist Schild-exklusiv und eine Schwert-exklusiv. Um es vorweg zu sagen, man bekommt das Item süßer Apfel oder saurer Apfel und je nachdem, was man ihm dann gibt, entwickelt sich das Pokémon. Ein Erstauner. Das ist eine Geistattacke. Und nochmal Doppelschlag. Ich habe gleich keine Doppelschläge mehr. So. Ah, oui. Hätte ich meine Pokémon doch nur eine Berry gegeben, als es nicht gut um seine KP stand. 2.500 Poké-Dollar oder Poké-Pfund, wie ich es gerne hier nenne. Ja, ich möchte am Baum rütteln. Drei Bären vom Baum gefallen. Vier insgesamt. Und da kommt schon das Pokémon. Raffel! Ich finde Raffel sehr, sehr hässlich. Wieder so ein generisches Startgebiet-Pokémon. Wie ein Bidiza oder Zickzacks oder keine Ahnung was. Ein Ratzratz. Das gibt's nicht. Das viel Level. Ach, er lebt immer noch. Und Rasierblatt! Ich denke mal, Chimpsticks wäre gut für den zweiten Arena-Leiter, der ja Kate ist. Und Kate ist Wassertrainerin. So.
Hab ich die Witz, die Schweine. Pokémon, wir wechseln. Badaboin. Beziehungsweise Chimpsticks geht weg. Dafür kommt Kirlia an erster Stelle. Genau. Und Internet anmachen. Denn... Moment. Internet erst anmachen. Genau. Online-Verbindung. Komm, geh an. Sehr schön. Zaubertausch. Glibunkel hätte ich gerne noch auf meiner Schwertedition. Das fehlt mir dort. Was gebe ich denn ab? Geh mal hier Pampam oder Picochilla? Geh Picochilla ab, auch wenn es schon Level 20 ist. So, hier aufpassen. Ich will nicht kämpfen. Drei Heilbälle. Boah. So, hier hätte ich nichts abgegeben, ne? Komm, Pokémon, was können wir für dich tun? Pokémon abgeben. Ah, was gebe ich denn ab? Knapfel. Boah, nee, oder? Daten. Ist weiblich? Ist auch weiblich. Mein einziges anderes Pflanzen-Pokémon ist auch weiblich. Nee, das ist auch... Dann gebe ich es Knapfel? Ach, komm. Lassen wir das. Noch nicht. Noch ist die Zeit nicht gekommen. Tausch abgeschlossen. Jetzt bin ich gespannt, was ich kriege. Legendäres Pokémon wäre jetzt cool. Kann ich nicht einsetzen, aber es wäre lustig. Das nächste generische Start-Pokémon. Oh, Startgebiet-Pokémon. Kümmere dich gut um Gedöns. Fiskoppel wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es ist permanent in Alarmbereitschaft, sobald es die Flügel eines Kramos rascheln hört, gräbt es ein Loch und verschwindet im Boden. Ja, weil es sonst Futter wäre natürlich. Lassen wir uns natürlich nicht auf uns sitzen. Das Skoppel muss weg. Keiner will Skoppel haben. Kann mir keiner erzählen, dass das Skoppel gut findet. Grabbit, die Weiterentwicklung ist cool. Irgendwo. Naja, was soll's. Ole, 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 ole. Hey, du da, wir wollen über die Brücke, aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass dein Fahrrad drüber wachsen, und zwar Dalli. Mit dem Rad können wir den anderen Arena-Challenger prima den Weg abschneiden. Und dann heißt es, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Das ist doch Wahnsinn. Ihr habt ja noch nicht mal einen Rotom, um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Hilfe, die wollen mir ein Fahrrad klauen. Bitte, du musst was gegen diese fiesen Diebe unternehmen. Verpasse ihnen eine Abreibung. Klauen, hat ja was von Klauen gesagt. Wir wollen uns das Rad bloß borgen, um damit ein paar Arena-Challenger umherzuscheuchen. Bis sie viel zu erschöpft zum Kämpfen sind. Aber du kriegst jetzt erstmal einen Kampf ordentlich auf die 12. Ole, 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 ole. Oh, mir tut der Hals schon weh. Zickzack, generisches Pokémon Nummer X. 347. So, habe ich eine Feenattacke, sehr effektiv, Diebeskurs. Zicki zacki. Okay, oh, jetzt schnell Kühle Level 23. Lebenstropfen, was macht Lebenstropfen? Wundersames Wasser heilt die KP des Anwenders und seiner am Kampf beteiligten Mitstreiter. Komm, machen wir einfach mal rein. Da steht aber auch nicht wie viel, ne? Fleckleon Level 26. Gaunux. Nee. Danke. Aber nein, danke. Es ist so schlimm, ne? Von diesem... Ich hab vergessen, wie der kleine Fuchs heißt. Das ist so toll, fand dieses Pokémon. Entwickelt sich so ein hässliches Mistvieh. Es ist so traurig. Warum hat jetzt mein Zielstein nicht gewirkt? Ich habe gerade leider auf mein Handy geguckt und einfach weiter A gedrückt. Ach, es hat keine Wirkung. Upsi. Da habe ich wohl gerade eine Runde verschwendet. Okay.
Der Diebeskuss muss wirken. Ja. Aber wenn es doch sehr effektiv ist, dann töte dieses Vieh doch direkt. Wieso macht der so viel Schaden mit dem Ruckzuck-Hieb, was nicht mal sehr effektiv ist? Und der ist 5 Level unter mir. Obwohl, der schwächt ja die ganze Zeit meine Verteidigung. Oder meinen Angriff, eins von beiden. Ich bin gerade sehr unaufmerksam. Agilität, nee. Badaboing. Abschlag. Abschlag ist eine geile Attacke. Auch competitive finde ich Abschlag ziemlich cool. Da es dafür sorgt, dass der Gegner, wenn er ein Item hat, das Item nicht mehr benutzen kann. Das gilt sowohl für Bären als auch für Überreste oder so ein Kram. Wir sind Team Yell, wir stellen uns ihrem Trainer in den Weg. Ole ole. Ole ole. Ah, das ging nach hinten los. Ey, wir wollen doch nur ein Fahrrad haben. Komm uns ja nicht in die Quere. Ja, ich schreie extra so laut. Ole ole. Boah, Zubiris. Ich habe so einen Hass auf Zubiris, weil das immer bei Pokémon Go aus den 10-Kilometer-Eiern kommt. Ich will ein Kapuno oder ein, wie heißt es nochmal? Nicht Knackrack. Kaumalat, ja. Ich will nur eins von den beiden haben, aber ich krieg andauernd Zubiris oder Lavita. Richtig räudig. Egal, Hauptsache geheilt. Ich mag Kirlia. Noch lieber mag ich Gardevoir. Säuselstimme. Waggon Level 24. Das Fahrrad hat mich abgelenkt, sonst hätte ich dich verloren. Ole ole, ole ole. Du bist einfach zu stark, wie soll unsere Favoritin dann die Arena-Challenge gewinnen? Da hilft nur eins, wir müssen nicht noch härter sabotieren, wacht's nur ab. Wow, du bist echt der Wahnsinn. Als ich da an einem Pokédex, dann kann Rotom ja auch nicht weit sein. Weißt du was, bevor diese Typen von Team Yell hier wieder aufkreuzen und mir das Fahrrad klauen, schenke ich es dir einfach. Oh, wow. Für Rotom gibt es nichts anderes als Motoren. Deshalb schlüpfen sie gerne in allerlei Geräte, die einen Motor haben. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Was, wenn ich mein Fahrrad einen Motor ausstatte? Und sieh da, ist sofort hineingeschlüpft. Verstehe. Du siehst noch ziemlich skeptisch aus, aber kein Problem. Mach doch einfach mal eine Probefahrt. Ich wünsche dir und deinem Rotom viel Spaß mit deinem neuen Fahrrad. Worauf wartest du noch? Steig schon auf. Rotom kann es sicher kaum erwarten. Yay. Ein Fahrrad mit einem Motor, in dem sich ein Rotom befindet. Dank des Rotom-Turbos erreicht das Rad absolute Spitzengeschwindigkeiten. Augenblick, ich lese dir ein paar Zeilen aus der Bedienungsanleitung vor. Drücke den Plus-Knopf oder den Minus-Knopf, um mit dem Rotom-Rad zu fahren. Probieren wir nochmal aus. Yay! Ich hab ein Fahrrad! Ich hab ein Fahrrad! Ole ole! Ole ole! Oh, wie geil ist das denn? Ja, Leute, ich nerv mich selber mit dem Ole ole, aber... Hä? Ach so, ja. Ich drücke ja die ganze Zeit auf A, ich bekloppt da. Da glänzt auf dem Boden noch eine Feder. Keine Ahnung. Ah, das Hoppity Hopp. Da bist du ja, Mark. Einen Schritt näher und du musst gegen mich kämpfen. Nur so als Vorwarnung. Na komm. Du hast also Lust auf einen Kampf. Jetzt, wo wir beide Pflanzenohren haben, sind wir keine Anfänger mehr. Da wird höchste Eisenbahn, dass wir beim Training auch einen Gang höher schalten. Pokémon-Trainer Hopp fordert dich heraus. Ja, Mann. Oh nein, Volley. Geh weg mit Volley, Alter. Dann zeig uns doch mal, dass du dir einen Orden auch wirklich verdient hast. Dir. Den? Einen? Deinen? Keine Ahnung. Also, probieren wir es mal mit Diebeskuss, denn ich brauche
HP. Oh, das hilft. Ja, Säuselstimme. Sehr schön, Volley besiegt. Kranowitz ein. Müsst Pokémon wechseln. Kranowitz ist Flugstahl, ne? Stahl ist stark gegen Fee. Welches nehme ich denn? Komm. Kranowitz ist, glaube ich, die Weiterentwicklung von Maiko. Ja! Nitro-Ladung. Okay, doch noch kein Stahl, wie es aussieht. Der hat nur noch eins, oder? Kyrlia Level 24. Kikalu. Oh, Kikalu. Pokémon wechseln. Er ist nur Feuer. Pokémon wechseln. Ja, Fleckleon. Ja, komm. Hau mal Fleckleon raus, auch wenn es schon viel höher ist als meine anderen Pokémon. Kann ja nicht schaden, oder? Mein letztes Pokémon, aber ich darf jetzt nicht in Panik geraten. Oh, auch schon Level 21. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aquavelle. Vielleicht wird es ja verwirrt, wenn es überleben sollte. Oh, hat nicht überlebt. Umso besser. Wahnsinn! Du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Tschüss, Kikalo. Wundert euch nicht, wenn ich bei meinen Pokémon halt auch ihre Namen vorlese. Denn ich kann mir die deutschen Namen von dem Feuervieh beispielsweise nicht merken. Aber mein Kikalo, beziehungsweise Lapyro, ist Level 25 jetzt. Ah, wie kannst du stärker sein als ich? Ich hab doch einen Pflanzenorden, genau wie du. Egal, gib mir dein Geld. Jetzt heil meine Pokémon, aus Anstand. Du wirst immer besser, Mark, aber ich lass nicht locker und trainiere weiter. Du gibst jetzt echt nur einen Beleber. Das ist dein Ernst. So, weiter im Programm. Als nächstes klappe ich mir Kate vor, die Wasserarena-Leiterin. Tschö! Boah, bist du unhöflich. Jetzt mal ohne Witz, du hättest ruhig mal meine Pokémon heilen können. Egal. Hä? Wieso habe ich jetzt ein Turbo? Hä? Okay, jetzt hat es wieder gebritzelt. Aber kein Turbo. Hab schon fast gedrückt. Keine Ahnung. So, sehr geehrter Herr Pokémon Center. Heilen. Und der Tausch ist abgeschlossen. Deine Pokémon sind wieder topfit. Gucken wir mal, ob ich das in der... Hier. PC, Boxen, Lotterie, Pokéjobs, Kartomat. Einen Moment bitte. Ja, komm. Hau rein. 88985. Wow. Was? Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine Übereinstimmung. Los, nochmal. Eine Ziffer stimmt überein. Wow, eine. Eine Flasche Kumu-Milch. Solange es keine Mumu-Milch ist. Wow, Entschuldigung, der war sehr flach. Kartomat. Habe ich schon eine Ligakarte? Wie sieht das denn aus? Habe ich das gemacht? Ernsthaft?
Ernsthaft? Hab ich das gemacht? Das sieht richtig räudig aus. Ah, komm, nimm mal das. Rahmen. Boah, sieht das schlecht alles aus. Einfach rot. Weiter. Weiter. Oh, holographische Quadrate. Nehmen wir. Bis bald. Tausch abgeschlossen. Was ist rausgekommen? Gib mir ein legendäres Pokémon. Hä? Was ist das denn? Ein Dreepy. Kümmere dich gut um Dreepy. Drache? Ein Drache! Drachegeist! Allein ist es sogar gegen ein Kind machtlos. Doch mit der Hilfe seiner Gefährten trainiert es, entwickelt sich und wird so stärker. Geil! Ja. Was werfe ich jetzt raus dafür? Boah. Ich habe zwei Feuer-Pokémon. Also, logischste Entscheidung. Yay. Das ist ja cool. Plage, Erstauner, Ruckzuckhieb und Biss. Ja, gefällt mir. Danke an den lieben Trainer, der mir das zugeschickt hat. Keine Ahnung, wer du bist. Aber jetzt geben wir Pam Pam ab. Sodale. Ja, so geht's aufs Fahrrad. Vorhin habe ich irgendwas gedrückt. B, okay. Wenn ich auf B drücke, gibt's ein Turbo. Geht aber scheinbar nicht immer. Ich glaube, dafür muss es erst gleich wieder britzeln. Ja. Sehr, sehr gut. Tausch ist auch schon abgeschlossen. Damit gucke ich mal uns gleich an. Nein. Ein Kotomi erscheint. Los, Kirlia. Mein Nebulax stand, glaube ich, auch gerade kurz vom Level-Up, oder? Kirlia sieht so aus, wie es rumsteppt, als wenn es auf Toilette müsste. Irgendwie sehr süß. Ich habe mich tatsächlich verdrückt. Ich wollte doch gar keine solche Stimme einsetzen. Machen wir mal Psystrahl. Oh, Rasierblatt. Ja... Nein, nicht sterben! Okay, jetzt muss ich gucken, was ich mache. Ich will nicht, dass Kirlia stirbt. Ich will nicht schon mehr zurück ins Pokémon-Center laufen müssen. Der Dweepy wird dann sofort sterben. Badaboing. Ja, komm. Bleibt dir nicht viel übrig dann. Um es kurz und schmerzlos zu machen. Ich habe auch nicht den Anspruch, den Pokédex zu vervollständigen. Deswegen stört es mich auch nicht, wenn das Pokémon stirbt. Aber mein Gegner... Nitro-Ladung. Da müsste es auch gut sein. Dreepy Level 11, Balaboin Level 25, Nebulak Level 24. Sehr, sehr gut. Würde zerlernen. Nein, danke. So, ihr Lieben, ich bedanke mich hiermit fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abonnement da.
Aber wenn ihr Bock habt, dass ich euch beim nächsten Mal wieder unterhalte, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Macht es gut, Leute. Ciao.